Und nun, mein Freund, es ist Zeit für mich, meine Experimente fortzusetzen. Und du wolltest nach deinem Hund suchen? Nördlich der großen Wüste soll es eine Stadt mit dem Namen Alelachema geben. Vielleicht findest du deinen Hund ja dort. Du kannst meine Brücke benutzen, um zur Wüste zu kommen. Doch bevor du losziehst, nimm diese Formel. Sie heißt Höllenfaust. Dazu brauchst du nur etwas Kalkstein und Wachs. Kalkstein. Tolle Sache. Wieder was Neues. So ein Kappes. Ja, bitte. Wasser habe ich ja ohne Ende. Knochenteil. Holy shit, 120. Holy shit. Holy shit. Boah, ist das alles teuer. Ich will doch gar nicht. Ach komm, Kack. Ist mir egal. Muss ich halt mehr tun. Wachs, Asche, Kristall, Asche. Okay. So. Wow! Schnell hier rein. Ich wollte mal gucken, was du hier hast. Wachs gefunden, Asche gefunden. Hast du mir noch was zu sagen? Benutze die Brücke zur Wüste. Vielleicht findest du dort deinen Hund. Möchtest du... Was haben wir denn? Achso, okay. Speichern auf jeden Fall. Wir speichern und zwar hier oben. Dankeschön. Davis Höhle. Na gut. Ich guck mir das mal hier an. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, okay, okay. Wir gucken mal rüber auf die andere Seite. Ah, Hilfe, ich muss hier weg. Oh. Boah, ich muss dringend die Waffe aufleveln. Wie lange dauert das? Oh. Die muss mehr Schaden machen dringend. Oh, wie, auf welchem, wo ist die denn jetzt hier? Level 85 erst. Oh Gott. Komm mal rein. Ich glaube, ich werde gleich mal ein bisschen Geld farmen und das, neben der Aufnahme, zwischen den Aufnahmen machen. Uiuiuiui. Das kann ja dauern. Außer ich finde hier irgendwo ordentlich Geld. Das werden wir sehen. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Kollege. Nein, du Arsch. Hat er sich jetzt wegbewegt hier? Bleib doch mal stehen. Hallo? Nein, das gibt's doch nicht. Du Sack. Ach Gott, ey, das dauert ja ewig. Was sagt das? Das dauert alles ewig. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Ich gehe mal hier runter. Ging es hier noch weiter? Oh, hier ging es auch noch weiter. Bin ich hier? Hallo? Kein Geheimgang, nix, nix, okay. Na gut, dann gehen wir mal hier, Krafttauch? Wieso habe ich denn keinen Krafttauch? Kannst du mir erklären, warum ich keinen Krafttauch habe? Was brauche ich dafür?
Kraft auch. Verdammt, wir haben keine Wurzeln. Wir haben keine Wurzeln und der hat auch keine Wurzeln verkauft. Meine Fresse, was wir nicht alles brauchen. Das heißt, wenn mich jetzt hier einer trifft, ja? Was ist das? Oh, 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 shit, Alter! Genau das. Genau das. Hey. Leute. Okay. Was will er denn? Was macht er überhaupt? Was soll das darstellen? Der Herr. Lolololala. Okay. Guck mal hier auf die andere Seite. Schon wieder eine Spinne. Wie komme ich? Scheiße. Ich würde gerne wissen, was es da gibt. Hallo? Ich lade direkt mal auf. So, wir gucken hier auch mal lang. Alter, lass mich hier durch, Mann. Oh, was ist das denn? Alter! Leck mich! Mann! Was? Fick dich! Du Drecks-Penner! Oh, leck mich doch, diese Scheiße hier. Was? Verpisst euch. Ah, wo geht's hier hin? Komm ich hier hoch? Nein, komm ich nicht. Oh, leck mich doch. Hier ist auch nichts zu machen. Warte mal. Was ist denn dieser tolle Schlag, den ich hier habe? Sandkrabbler. Ach, den kann ich also nicht hier gegen diese Mauer oder so. Geht auch nicht. Hätte ja sein können, dass ich hier irgendwie diese Mauer einreißen kann. Wie komme ich denn da rein? Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Hä? Okay, also hier oben kann ich nichts machen. Das heißt, ich muss jetzt durch diese Wüste gehen. Oder ich habe bekomme dieses Amulett und dann, keine Ahnung. Muss ich ja noch diesen Charon finden. Den habe ich noch gar nicht gefunden. Ja gut, dann mache ich jetzt an der Stelle hier einen kleinen Cut. Schau mich mal irgendwie noch in der. An der Stelle einen kleinen Cut und würde sagen, ich level mal ein bisschen. Hier, wo sind wir jetzt? 289, den Speer auf 3 wäre auch nicht schlecht. Ich schaue mal, dass ich hier 10.000 Klunker zusammenkriege. Ach du heiliges Lieschen, das kann ja dauern. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Und darum mache ich das während der Pause. Also nicht im Let's Play, so wollte ich sagen. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen kleinen Cut. Das habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole mich. Danke fürs Zusehen und ich sag mal bis gleich oder bis in der nächsten Folge, je nachdem wie ich schneide. Bis dahin, gehabt dich wohl. Tschüss. Und
damit herzlich willkommen zurück hier zu Secret of Evermore. Ja, und wir sind immer noch hier unten vor dem Piratenschiff und ich habe mich jetzt, wie man sieht, da unten in der Energieleiste ein klein wenig hochgelevelt. Was heißt gelevelt? Ich habe Gegner platt gemacht, sodass ich hier mal auf 10.000 Juwelen komme. 10.000 Klunker. Und bin dabei natürlich auch ein bisschen aufgestiegen, was natürlich nicht ganz verkehrt ist. Hat bestimmt eine Stunde gedauert, wo ich hier immer die Bildschirme hin und her gerannt bin. Also von daher, es wären auch mal wieder 3 Folgen gewesen. Lassen wir das mal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 10.000 Klunker. Ich habe schon im Spieleberater gelesen, man kann diesen Stein des Charon auch später in der Wüstenstadt bekommen. Aber dann bekomme ich ja dieses Geschenk nicht, dieses ominöse. Und überhaupt müsste ich ja dann durch die Wüste latschen. Und das habe ich jetzt hier nebenbei, habe ich schon mal geguckt, die Wüste, da, keine Ahnung. Also ich bin da nur doof im Kreis gelaufen. Irgendwie ist die weitläufig. Unendlich lang oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da nirgendwo rausgekommen. Na ja, gut. Wir gucken mal hier. Kollege? Das Amulett des Charon soll dir gehören für nur 10.000 Juwelis. Machen wir den Handel? Ja, ja. Bist du sicher? Na klar. Wow, ich hätte nie gedacht, dass jemand so viel Geld hat. Ja. So ist das. Ich meine, sicher musstest du dafür viele Gegner besiegen. Das allerdings auch. Nun, dann schenke ich dir etwas. Was? Ach nee, nun, dann schenke ich dir etwas, okay. Amulett des Charon erhalten. Ja, super. Was? Kokobo-Ei? Danke, bis zum nächsten Mal. Wo haben wir denn die Sachen jetzt? Achso, warte mal, die müssten ja alle in diesem Beutel. Achso, das ist eine Tausch... Ist das eine Tauschware? Ach ja, klar, wir müssen das ja tauschen. Gegenstände? Trage den Ring und drücke A, um wie ein Jaguar zu rennen. Okay. Das Kokobo-Ei erhöht die KP derer, die du, die es besitzen. Was? Echt? Ich kriege mehr Kraftpunkte? Wie geht das? Ja, wo? Sehe ich nicht. Na gut. Sehe ich jetzt zwar nicht. Was habe ich denn hier? Ich habe 5 Nektar. Ich habe, ich hole mir mal ganz kurz. Einkaufen. Ich hole mir mal 2 Elixier. Weil man ja hier schnell mal vergiftet wird, habe ich festgestellt. Und dann gehen wir mal kurz speichern. Das war, glaube ich, hier. Hallo. Hallihallo. Ja, ja, mach mal. Dann sind wir wenigstens vor... 210. Oh. Ich hatte 165. Jetzt habe ich 210. Das ist sehr geil. 45. Ja, das ist ja fett. Das ist ja mega. Es ist, ich glaube, ja. Ich glaube, es war eine gute Idee, den Stein des Charon hier doch dann zu kaufen. Also ich meine, 45 Punkte, das ist schon eine Menge. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg in die Stadt
Lal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 a. Und übrigens habe ich meinen Speer jetzt auf 3. Und das ist sehr gut. Weil damit, zack, kann ich nämlich durch Leute durchschießen. Und wenn der jetzt nicht verfehlt hätte, hätte ich gleich 2 mit einmal gekillt. Weil was ist das denn hier? Nein! Ah, fick, Alter. Von den... Die können einen verfluchen oder so. Vergiften, verfluchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist man dann ganz schnell mal tot, weil das zieht einen so viel ab. Und ich habe keine Wurzeln. Ich habe jetzt mal welche gefunden, die habe ich schon wieder verbraucht. Und das ist schon doof. Und ich frage mich, wie ich da hinten dran komme. Immer noch, habe ich nicht rausgefunden. Also da. Wie ich da hinkomme, das würde ich gerne mal wissen. So, haben wir den auch. Gut, ich guck mal hier, hier war nichts mehr. Nö, hier habe ich schon alles weggegrast. Okay. Ist der Skeletti-Konfetti. Hallo! Huch, oh Gott, was ist das denn hier? Hey, Hühnerhirn! Was willst du denn von mir? Soll ich dich mitnehmen? Bitte, bitte nicht. Ja klar. Besitzt du das Amulett des Charon? Der will das direkt schon haben. Na ja gut, dann sind wir ja genau da, wo wir hinwollen. Na klar. Steig ein, Weichei. Ich verliere. Willkommen an Bord des Wüstenschiffes Necrotur. Wir werden ohne Zwischenstopps nach Alelachema reisen. Das ist das Juwel der Wüste des Todes. Rechts siehst du jede Menge Sand und auch ein wenig Gebüsch. Während deines Aufenthalts in Alelachema kannst du dich mit Waffen, Gegenständen, Rüstung und Zaubern auf dem Markt ausrüsten. Wir befinden uns nun kurz vor der Ankunft in Alelachema. Alle Malalama, bitte bleiben Sie sitzen, bis das Boot seine endgültige Position erreicht hat. Ich hoffe, du hast dich an Bord wohl gefühlt. Und du bist erstens bald wieder. Oder so. Willst du mich? What the fuck? Ach, das ist der Eingang hier. Alter, was ist das denn hier? Wer will mich denn hier? Wer macht das denn? Hä? Hä? Ich hab da. Ey, Weiche, ey. Soll ich dich mitnehmen? Nee. Mach, was du willst, Weiche. Der Weg ist nicht. Ist lang. Ja, der Weg ist lang. Okay. So, was ich jetzt noch machen wollte, der hat mich jetzt zwar mitgenommen. Alter. Hey. Diese verdammten Viecher. Ich muss mal ganz kurz was auf die Karte gucken. Mann, verpisst euch. What the fuck? Ich glaube, hier bin ich genau richtig. Ich suchte nämlich einen Strudel, einen angeblichen Strudel. Steht hier im Spielberater. Der mich in eine... Alter. Leg mich doch am Fuß. Warum gehen diese Viecher nicht? Alter.
Die hören aber auch nicht auf, diese Viecher. Ich verliere hier immer mehr. Jetzt gucken wir mal, was das hier so bringt. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Was sind das für beschissene Zauber, sag mal. Ich muss diese Viecher platt machen. Ich muss platt machen. Ich muss platt machen. Gehen die mir auf den Sarg. Und dann kommen die, kommen einfach immer wieder. Die kommen einfach immer wieder.